Nein, Mama. Was? Was ist denn? Ich habe nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Aber ich kann ja nichts dafür. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Weiter. Heute filme ich für euch ein Food Diary. Ich bin den Sonntag bei meiner Mama, wie ihr seht, und ja, nehme euch den Genau. Tag über mit und ihr seht, was es bei uns zu essen gibt. Ja, immer essen. Also ab geht's. Das Beste. Für die Babys gibt's Frühstück und Erik treibt sein Unwesen im Schlafzimmer. Ja, schaut mal einer an. Erik, bist du auch zum Frühstück gekommen? Zum Frühstück gibt es heute für mich Joghurt mit Erdbeeren und eine Tasse Tee. Guten Appetit! Wir haben als Vorspeise einen Salat mit Kimchi, Salat Gurke. und Kräuterquarkhäubchen und Meerrettich. Zucchini-Kartoffelgratin mit Austernpilze und frisch gemachten Kartoffelsalat. Jetzt machen wir mal einen Haarfestiger mit Quittenkernen. Den habe ich im Internet bestellt. Einen Esslöffel. Ach, schau her, da ist sogar die Kräuterparadies. Einen Esslöffel auf knapp ein Viertel Liter Wasser, den lassen wir jetzt einmal eine halbe Stunde köcheln und dann wieder abgeseiht, dann wird es so geleeartig. Dann kann man das in ein Gläschen abfüllen und wenn wir dann vom Spazieren gehen kommen, Simone, dann probieren wir das mal auf die Haare. Die kann man nämlich auf die trockenen Haare auch drauf gehen. Okay. Werden schön glänzend und füllig. Dann werden wir es mal so einmassieren wie ihr Haarwasser. Okay, das machen Weil, wir. das machen wir mal so. Das kann jetzt mal eine halbe Stunde Wie köcheln. viel Wasser hast du? Wie viel Quittenkerne? Ein Esslöffel Quittenkerne auf knapp ein Viertel Liter Wasser. Du holst vom Stefan, was ich wieder essen kochen kann. Ja? Zucchini, Lauch, Weißkraut. Ich habe die Ziehharmonika-Dinger gemacht. Au! Semmeln, das ist nicht so. Jetzt hat mich eine Mücke gestochen. Das auch noch. Ja. Ich will brechen meinen Anfall. Also ich gehe nicht mehr in der Mitte hier. Ich kriege echt mein Gesicht. Mann, die hat mich live gestochen. Live gestochen, ja. Was? Was hast du jetzt zu mir gesagt? In der Ruhe liegt die Kraft. Aber nicht, wenn man live gestochen wird hier. Da hast du ihn live Hier. gehört. Wo? Na, hier. Sieht nichts. Ja, das kommt schon noch. Na, da oben nicht. Na ja, komm mal. Da. Ich weiß, was ich von meinem Kind komme. Mann, oh. Das ist schrecklich. Ist das sicher, Tier? Na, wahrscheinlich. Versucht bloß eine neue Perspektive zu kriegen. Jetzt mag es nicht mehr. Was ist denn das? Ich habe so viel Stock gelassen. Raupen ist das. Siehst du das? Aber was das wird, weiß ich nicht. Das ist ein Stock gelassen. Siehst du das? Ja. Weil eine saublige Perspektive, weil da immer Blattl davor ist. Bewegt es sich. Zurück von unserer Wanderung. Jetzt gibt es einmal Kirschen. Auf dem wunderschönen Balkon. Es ist wie so eine kleine Oase. Ganz vorsichtig. Ach, du hast das schon gemacht? Nein. Ganz vorsichtig mit Oliven. Noch mal aufmachen. Ja, muss der Kamera weggehen. Ich stelle euch mal hier hin. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass meine Mama gerade ein Quittengel gemacht hat für meine Haare. Und dieses Haarvideo wahrscheinlich morgen auf So. meinem Kanal on geht.
Jetzt das Ei rein. Auf beide? Ja, einfach schnell Ei rein mit dem Öl. Und jetzt machen wir nochmal eine weiße Erde-Kurmaske für die Hände. Die sind aber schon sehr viel besser geworden. Die Heilkreide. Heilkreide, genau. Ich habe jetzt aber auch nicht mehr gepflückt, also das merkt man. Aber ich habe gepflückt. Ja, Mama hat gepflückt, dass die Babys was zu essen haben. Haut dauert 3 Wochen, bis es sich regeneriert. Mhm. Unten ist es auch gerade aktuell besser. Manche kann ich essen. Das muss Beste. Hm? Ja. Hoffen wir's. Bröseln wird es ja nicht. Mache ich ganz dünn. So. Das ist echt so angenehm. Es hat auch so einen leicht kühlenden Effekt. Mhm. Wo kriegt man diese Heilkreide? Die habe ich mir auch mal im Internet bestellt. Für was kann man die eigentlich noch nehmen? Naja, für Haut. Ich glaube, ich habe ein Buch. Gesichtsmaske. Ich könnte es mir doch auch da unten hin machen, theoretisch. Machen. Ich habe ein Buch drüber. Aber so hat das. Tu mal ein bisschen so an dem, weil der Rand, der tut einmal ziemlich. Und na gut, nicht, dass mein Fuß ja eingesaut wird. Passt so? Das tut so gut. Ups. So, jetzt gibt's Essen. Also, weiße Heilkreidehände. So, jetzt gibt's bei uns Abendessen. Und zwar, ich kann euch ja schon mal die Nachspeise zeigen. Ich wette, es ist Preiselbeerquark mit Preiselbeersahne und das ist wahrscheinlich meins mit Extrasahne. Die Kirschen waren übrigens so lecker. Irgendwie finde ich, isst man viel zu wenig Kirschen, obwohl die total lecker sind. So, und dann hat meine Mama noch solche kleinen süßen Semmeln gebacken. Die sind, glaube ich, mit Füllung. Wir haben einmal einen Nudelsalat. Mit jetzt Bohnen. Musst du raten, was alles drin ist. Okay. Bohnen. Ja. Gurke. Ja. Zucchini. Ja. Essiggurke. Ja. Zwiebel. Nee, Lauch. Lauch. Weißkraut. Spitzkraut. Spitzkraut. Und eine Blüte. Hm? Oh, Blüte. Nur ich habe eine Blüte. Ist das eine essbare Tagetes? Würztagetes. Das schöner aussieht. Ja, und die kann man wirklich essen. Sicher? Also darum nennt sich das ein Gewürztagetes, freilich. Immer schön, ich habe es vorhin gesagt, immer mit Kerze, immer mit Blumen, immer mit Serviette. Und ich brösel hier irgendwie so vor mich hin. Ui. Dezent. So, dann haben wir Butter zu. Was ist das, Mama? Ciabatta? Mhm. Gefüllt mit? Ciabatta. Das Kräuter. Oh. Oh. Ach, Erik, musste das jetzt am Schluss noch sein? Jetzt dachte ich, du putzt den Bruno. Bruno hat es aber nicht schlimm genommen. Der isst jetzt sein Karottengrün. Das ist aber ein bisschen groß, Bruno. Und auch noch quer. Hm? Meinst du, das kann man mit einem Vorderzahn abbeißen? Ah, super. Bruno, schmeckt's? So ein großes Karottengrün. Wow. Ich bin wieder daheim. Erstmal Haare hoch. Schreibt mal gerne, was ihr heute gegessen habt. Da bin ich immer sehr gespannt drauf. Ihr macht mir teilweise immer richtig Hunger mit den leckeren Sachen, die es bei euch zu essen gibt. Und dann bis morgen.
Tschüss.